Und damit gleich auch wieder willkommen zurück. Schauen wir mal, das sieht gut aus. Das auch. Passt, 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 passt. Wir sehen Eines unserer uns. Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Ja, das ist genau das Problem. Die müssen springen und das sehr schnell. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Und zwar instant. Also wir müssen jetzt wirklich schnell springen. Sonst wird das Großkampfschiff mein Träger noch vernichtet. Und das will ich eigentlich verhindern nach Möglichkeit. Endlich ist die Rache unser. Ah, springt's doch. Wir haben eines unserer Großkampfschiffe verloren. Haben sie zu lang gebraucht? Tja, da muss ich's neu aufbauen. Wo war's denn? Das war das da, oder? Nee. Das da war's. Ja. Das war jetzt teuer. Schade. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Na gut. Es hilft ja nichts. Nutze meine Stärke. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Viele Schiffe habe ich auch gar nicht mehr, ne? Endlich ist die Rache unser. Oh, das ist mächtig. Ui. Schauen wir mal. Nutze meine Stärke. Bekämpf die Korruption. Also viel habe ich ja nicht mehr. Schicksal wird sich erfüllen. Nur noch Quality statt Quantity. Inwiefern sich das aber für mich rentiert, bleibt abzuwarten. Nicht ausreichende Metalle. So, das Schiff bauen wir wieder. Das hier müsste ich durchhalten. Obwohl der Schaden da schon beträchtlich ist, aber geht halt nicht anders. Hangarverteidigung, die müsste ich aber erst erforschen. Ja. Wie teuer ist denn die Hangar-Dingsbums? Geht. Aktiviere den Phasenantrieb. Und los geht's. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Unsere Flotte ist eingetroffen. So, was hat der hier alles? Nicht viel. Ah, doch, ein bisschen was, aber das müsste gut gehen. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Da level ich jetzt halt einfach, ne? Wir werden die Einheit wiederherstellen. Wo sehe ich denn das? Deine Präsenz ist stark. Ui. Das ist tot, ha. Ich dachte, wir bekommen das gelevelt zurück, aber anscheinend nicht. Nutze meine Stärke. Schade, das heißt, ein Großkampfschiff zu verlieren ist teuer. Weil es dann erneut leveln muss. Es macht auch Sinn, aber ich dachte in der letzten Serie, nicht Episode, aber Serie, wenn ein Großkampfschiff vernichtet wird, dann behält es den Level. Anscheinend nicht. Oder vielleicht nur bei den Techs. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß es nicht. Hier ist es auf jeden Fall sehr seltsam. Dass es nicht so ist. Das macht Sinn, aber erstmal ist es so ein bisschen verwirrend. Wissen erworben. Mehr Credits werden benötigt. Naja, jetzt schauen wir einfach mal. Und dann sehen wir schon. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, der Sucher hier ist relativ egal. Wissen erworben. Keine taktischen Plätze mehr. Taktische Plätze. Okay. Puh, hier brauche ich noch. Übrigens, nehme ich eigentlich auf?
Ja. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Dann schaue ich lieber zweimal nach. So. Ja, die Strahlenbatterie macht ihn mir kaputt und irgendwann ist dann alles in Schutt und Asche gelegt. Das brauche ich auch nicht. Wir fürchten die Folgen nicht. Wie gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Nutze meine Stärke. Wo sehe ich denn die Erfahrung? Unsere Zeit ist gekommen. Schilde, Antimaterie, Erfahrungspunkte, da. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Der levelt gleich, noch 40 Erfahrungspunkte, dann levelt er. Die Perfekt. Erlösung wartet. Da schauen wir dann gleich mal. So, hier wollte ich jetzt die Hangarverteidigung bauen. Entwicklung abgeschlossen. Die sehr teuer ist. Die ist wirklich teuer. Aber gut, hilft da nichts. Nicht ausreichende Metalle. So. Endlich ist die Rache unser. Ein interessanter Hangar. Ah ja. In so einer Schneckenform, auch interessant. Na, mal schauen, ob und wie da was geht. So, hat er gelevelt. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Ja, fast. 3 Erfahrungspunkte fehlen noch. Die Erlösung wartet. Schaffen wir schon. Unser Schicksal wird sich erfüllen. So, die Paladine hinterher. Und dann. So. Mehr Credits werden benötigt. Ein paar mehr Credits. Nutze meine Stärke. So, das Ding wird jetzt doch zerstört werden. Ja, das hält nicht mehr durch. Ah, okay. Zielsucherminenschwarm. Gemeinsam sind wir stark. Ah ja. Erforderliche Forschungen müssen zuerst durchgeführt werden. So, die Strahlenbatterie, die zerbumst jetzt. Aber ich baue die einfach neu auf und gut ist. So, das Ding steht. Die Jäger auch. Und ab dann können Gemeinsam wir angreifen. Sind wir stark. Hoffe ich zumindest. Werden wir sehen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Okay. So, was holen wir uns hier? Ausbruch, der ist nicht schlecht, aber Reinigung. Gemeinsam ja, weiß sind wir nicht. Stark. Phasensprung aktiviert. Ach, leveln wir ein bisschen so. Das sehen wir schon. So, als nächstes brauche ich noch einen. Gemeinsam sind wir stark. Einen Kolonisierer. Missionar, ja. Genau. Nutze meine Stärke. Was denken Sie? So, das passt. Den Tempel der Feindseligkeit zerstören wir noch. Konstruktion abgeschlossen. Ah, jetzt steht der da unten. Okay. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Auch recht, der Handelsposten, den erwischt es noch und der Planet, der stirbt als nächstes. Also der wird halt besiegt. Ausgelöscht, eradicated, wie auch immer. Unser Wort wird Gehör finden. Das ist doch super schön. Ja, das ist so eine harmonische Rasse. So nicht so menschel-dingslig, so aber weit? Passt schon. Hat was. So, werden die jetzt vernichtet? Ja, endlich. So, wo fliegt der lang? Zeig's uns. Ups, verscrollt, ja. Lol, der hat so hohe. Es wäre cool, wenn es da so eine Cockpit-Kamera geben würde, dass du in die Schiffe reingehen kannst. Na, so eine Cockpit-Kamera, wie der so fliegt und dann das Zeug zerschießt. Das wäre richtig nice.
Aber da erwarte ich, verlange ich schon wieder mal viel zu viel. Ich sehe schon. So, wir können sicher weiter forschen. Zum Beispiel mehr Kampfflieger. Boah, wieso nicht? Hey, warte, das brauche ich gerade gar nicht. Das ist Schwachsinn. Bezwinger. Die Unity spürt, dass ein Piratenüberfall unabwendbar ist. Ich level jetzt einfach so ein bisschen Schaden und Schilde und Rüstungen. Unsere Flotte ist eingetroffen. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Diesmal nicht. Diesmal werden noch einmal die Piraten dort angreifen. Ich will mich jetzt selber aufbauen. Tempel der Harmonie und so weiter, das machen wir alles sehr schön und gut ist. Was liegt vor uns? Ja, flieg, mach. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Mach und tu. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, der kann zurück, der Missionar fliegt dorthin. Nope. Vom Piraten habe ich erstmal genug. Ich weiß nicht, woher er noch das Geld hat, aber ich werde es ihm wegnehmen. Alles. Sollen die Piraten ihn angreifen, mich in Ruhe lassen? Erstmal, damit ich hier forschen kann. Und dann ist gut. Ja, das hättest gern. Nope. Ist halt totes Kapital eigentlich, ne? Ich könnte die Piraten auch einfach ab. Das ist egal, aber. Will ich nicht. Ich hab. Das Gute ist, ich kann es mir leisten, weil ich habe mehr Planeten. Ich habe also eigentlich sollte ich mehr Einkommen haben. Und dann hat er den Stress und es gibt mir Zeit. Es gibt mir Luft zum Atmen. Das ist auch viel wert. Ne? Wissen erworben. Ob es jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber ich kann es mir leisten. Von dem her. Ist es relativ egal. So. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Genau, ihr springt jetzt. Und dann geht's hier weiter. Das macht halt leider nicht viel Schaden. Wir haben da Verteidigung. Aber ist auch egal. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, die Piraten ignorieren wir jetzt. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Wir fürchten die Folgen nicht. Gut. Was denken Sie? Wie Sie wünschen. Ein Sucher. Aber der macht hier doch nichts, oder? Ohne zu zögern. Da könnt ihr doch angreifen. Oder? Ah, der springt. Was denken Sie? Ohne zu zögern. So, Planet gehört uns. Nicht ausreichende Metalle. Ja. Wie immer eben. Aber auch das sollte kein Problem darstellen. Und gerade Doomlord. Mehr Credits werden benötigt. Mehr Credits werden benötigt. So. Mehr Credits werden benötigt. Ja, wie immer halt, ne? Wie immer eben. Wir sind ganz Ohr. So, der Missionar, der geht jetzt wie hier hin. Dann retten so wir das hier. Wir der Sucher interessiert noch nicht, genau. Ich meine, ich krieg nicht sehr viel Geld, das stimmt. Aber es sollte reichen für was ich brauche. Es sollte gehen. Diese Drecksfliegen. Ich habe irgendwie lauter Fliegen bei uns. Das nervt. Immer so diese winzigen. Was? Besser ist, als wenn wir diese fetten Fliegen hätten, aber trotzdem ist es einfach nur nervig. Wie wir benötigen eine Titanenwerft. Nee, die habe ich schon. Titanenwerft habe ich schon. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Ja, aber gleich haben wir doch ausreichende Metalle, oder? Nicht komm schon. Ausreichende Metalle. Ja, bitte, danke. So. Damit sollte der Planet dann auch Kohle schaffen, statt kaputt zu machen. Der macht bisher 0,2, ja, ist doch gut, solange es nicht im Minus ist. Außer Rot heißt, er macht negativ, dann wäre doof, aber.
So, springt ihr mal. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Na, der braucht noch ein bisschen Erfahrung für den nächsten Level. Aktiviere den Phasenantrieb. So, was gäb's denn hier noch? Erlöser. Bombenschal, ja. Verteidiger? Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Verteidiger klingt für mich cool. Ich hole mir jetzt mal den Verteidiger. So. Oh Gott. Hat der, ist das ein Titan? Der hat ja ordentlich Zeug. Ob ich da durchkomme? Vermutlich nicht. Wir fürchten die Folgen nicht. Da springe ich lieber mal wieder weg. So viel zu den Piraten. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Alle Energie auf den Sprunganzug. Ja, nee, da hau ich lieber wieder ab. Das sieht nicht gut aus. Ah, da muss ich aber jetzt noch einmal reinholen, hauen. Das ist ja. Wir fürchten die Folgen nicht. Das ist aber böse. Ja, der Titan könnte vielleicht instant springen. Die Schilde unseres Titanen wurden überwunden. Okay, kann er nicht. Hau ab. Schnell. Titan will ich nicht verlieren. Das wäre sehr teuer. Das wäre unglaublich teuer und dämlich. Ja. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Na, schaffst du es? Ja, schaffst du. Wir fürchten die Folgen nicht. So, der springt jetzt einmal so rum und dann ist auch wieder gut. Puh. Dann zerstören wir das Schiff. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt irgendwie noch ein Titan, aber. Ja, okay. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Schaut nicht so super aus. Wenn ich da ehrlich bin. Nope. Vielleicht soll ich bei der Verteidigung mal gucken, ob ich irgendwann Sternbasen bauen kann. Sternbasen, ja, genau. Und dann natürlich irgendwie noch Tempel der Harmonie. Welchen ich nirgends hinbauen kann. Doch, hier geht was. Konstruktion abgeschlossen. Schauen wir mal. Fregattenfabrik benötigt. Ja, nee, nicht so wirklich. So. Das Geld geht so. Ich habe auch noch immer keine Händler gebaut. Aber geht halt nicht, ne? Muss ich mal schauen, wie ich das am besten hinkriege. Weil das nervt schon, ja, der greift hier stärker an. Stärker als zuvor. Ja, ja, das ist das Ding. Recht hat viele Schilde. Drohnenführer. Haben den Feind angegriffen. Drohnenführer schaut ganz gut aus. Konstruktion abgeschlossen. Ist er das? Ja. Oh, jetzt kommt er mit allem. Unsere Flotte ist eingetroffen. Wo was? Naja, nicht so wirklich, ne? Wissen erworben. Also ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie verteidigen kann. Ich weiß es noch lange nicht. Ich baue jetzt einfach mal. Und dann hoffe ich aufs Beste. Und Gutes, mehr geht nicht.
Sieht aus wie ein Surfer. Wiha! Aber das ist gerade schon ziemlich ernst. Seine Flotte ist groß. Ja, da ist ein Titan. Nutze meine Stärke. Die Erlösung wartet. Die Rache ist unser. Die Erlösung wartet. So, ich greife seinen Titan an. Weil das ist das stärkste Schiff, wenn das fällt, der Rest müsste dann gut gehen für mich. Unsere Zeit ist gekommen. Hier kann ich noch irgendwas bauen. Ach, das geht nur in der Reichweite. Ja, das war dämlich. Okay. Never mind. So. Wir sind ganz Ohr. Ja, sein Titan kassiert aber. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, das geht kaputt. Unser Schicksal wird also die Schlacht erfüllt. Muss ich noch gewinnen, ansonsten wird das böse. Scheint aber machbar zu sein. Da hat er eine Fregatte zerstört. So, da kommt jetzt mein Titan. Sein Titan kriegt schon gut kaputt. Ja. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, der will jetzt abhauen, aber das gibt's natürlich nicht. So machen wir es. Da gehen wir gleich hinterher. Und das verfolgen wir und das zerstören wir, wenn's geht. Das ist die Frage, wenn es geht. Mehr Credits werden benötigt. Na, ich sehe schon. Kein Schwarm bleibt unberührt. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Unser Schicksal. Ich werde ihm auf jeden Fall hinterher springen, egal ob er jetzt. Nutze meine Stärke. Ist egal, ich spring da hinterher und zerstöre das. Der Titan wird sterben. Da muss ich hinterher. Das lasse ich nicht zu, dass er den repariert. Bekämpft die Korruption. Da springe ich jetzt einfach dreist hinterher. Sobald der Titan zerstört ist, kann ich ja wieder abhauen, aber erstmal. Erstmal hau ich ihn richtig krass. Ja, und den Rest muss man dann sehen, ne? Genau. Der Träger ist aber auch schon sehr low. Aber das interessiert mich. Aktiviere den Phasenantrieb. So, jetzt haben wir irgendwie einen roten Phasenantrieb. Nutze meine Stärke. Schwarm bleibt unberührt. Okay. So, wo ist er? Wo ist sein Titan? Wissen erworben. Ich muss da hinterher. Es geht nicht anders. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Allerdings wird der wegspringen. Der ist zu verletzt. Ja. Keine Bedrohung hat Bestand. Kein Schwarm bleibt unberührt. So, sein Titan muss fallen. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Und sobald er weg ist, schaut es dann auch wieder ein bisschen besser aus. Komm schon, zerstört den Titan. Nutze meine Stärke. So machen so. Wir es. So machen wir es. Bis auf den Sucher. Kinder greifen unsere Welt an. Wir erwägen es. So. Erledigt. Genau, die springen auch. Da geht nichts. Da geht nichts. Und da brauche ich ein bisschen mehr Geld. Nicht ausreichende Metalle. Oh, das ist aber teuer geworden, Metalle hier. Wow. Sehr teuer. Aber der Drohnenführer scheint sehr stark zu sein. Ja, zumindest sehr teuer, also muss er was können. Mehr Credits werden benötigt. Ja. Mehr Credits werden benötigt. Mehr Credits werden benötigt. Na, komm schon so. Titan, bitte spring weg. Was macht sie denn da? Haut's ab. Ja, genau. Unsere Flotte ist eingetroffen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Was haben wir jetzt Deine hier? Präsenz ist stark. Bis auf den Sucher. Den Sucher brauche ich hier nicht.
Aber das passt mir. Die Unity spürt, dass ein Piratenüberfall unabwendbar ist. So, ist in diesem Fall mir jetzt aber echt egal. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Den nächsten Piratenangriff, den werde ich durchhalten. Ende. Das habe ich jetzt beschlossen. Ja. Keine taktischen Plätze mehr verfügbar. Okay. Ja, da muss ich dann gucken. Kein Geld für gar nichts. Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. So. Das Schiff wird zerstört, das ist sehr gut. Dann ist da auch endlich mal Ruhe. Wir haben eines unserer Großkampfschiffe verloren. What? Oh, warum? Hätte nicht passieren sollen, ne? Ist es soweit? Ich hab doch gesagt. Nutze meine Stärke! Wir werden die Einheit wiederherstellen. Also ein Großkampfschiff ist wieder mal platt gemacht worden. Warum? Durch was? Keine Ahnung. Der hat mich wohl auch verfolgt. Blöd gelaufen, aber was will ich machen? Ah, ist schon knifflig. Konstruktion abgeschlossen. Schauen wir mal. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Beginne Phasensprung. Jetzt verliere ich das nächste Schiff, oder was? Oh Mann. Phasensprung aktiviert. Ne, ganz gerade noch soeben verteidigt. Kommt da jetzt wieder Truppen? Also ein so ein Schiff ist nicht schlimm. Viele Schiffe wären aber schlimm. Und Großkampfschiff, ja, muss ich wieder eins bauen, ne? Was war denn das für ein Schiff? Das ist der Titan, ne, Drohnenführer. Aha. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So. Aktiviere den Phasenantrieb. Naja, machen wir mal das so. Wir folgen Ihrem Ruf. Ich wüsste immer noch gern, was ich habe. Drohnenführer, Paladin, das ist was anderes. Konstruktion abgeschlossen. Nutze meine Stärke. Unsere okay. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, da ist bloß ein Sucher, das ist egal. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Drohnenführer, ja, nee, ich brauch noch. 600 ist halt schon sehr teuer. Hilft nix. Muss ich durch, ne? So, ich hol mir wieder ein Schlachtschiff. Nutze weil ich glaube, ich hab keins mehr. Nee. Obwohl, wenn wir das die. Ja gut, das hat schon viel Panzerung und so, ne? Aber vielleicht hole ich mir lieber. Konstruktion abgeschlossen. Holen wir uns diesen Träger. Probieren wir mal was anderes. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, hier können sich die Piraten austoben, das ist mir ziemlich egal. Nutze meine Stärke. Wie und dann gehen wir jetzt hier drauf. Das schaffen wir. Ja. So, Verteidiger. Mehr Credits werden benötigt. Braucht der viel? Nein. So, da holen wir jetzt Verteidiger. Ich baue jetzt die Schiffe noch fertig. Und dann speichere ich ab und mache Ende. Ein bisschen überzogen, aber das kommt manchmal unsere vor. Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Ja. Hier sind halt Piraten, ne? Naja. Weiß ich noch nicht. Wird man sehen, es wird schon irgendwie werden. Kleine Werft, nee, das ist glücklich, das ist doch super. So. Sucher, Missionar. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Egal. Die Rache ist unser.
Unser Schicksal wird sich erfüllen. Kein Schwarm bleibt unberührt. Ah, da war ein Level Up. Nutze meine Stärke. Ja, das war das hier wieder, ne? Wie teuer ist denn das Level Up? Nee. Dann soll er lieber anders leveln. So. Vielleicht hole ich mir noch mal 2 Drohnenführer, wenn ich das Geld zusammenbekomme. Nicht ausreichende Metalle. Oder die Paladine. Die sind auch nicht schlecht. Die sind nicht super, aber 2 Stück, ja. Holen wir uns noch die beiden. Mehr Credits werden benötigt. Dann sammle ich mich und dann sind wir jetzt auch fertig. Wir folgen dem Ruf. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, dann machen wir jetzt hier Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.